wird Donald Trump von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen. Die neuen Richter des obersten Gerichtshofs der USA haben sich mehrheitlich skeptisch gegenüber einem Ausschluss des Ex-Präsidenten gezeigt. Während einer zweistündigen Anhörung äußerten sowohl konservative als auch liberale Richter Bedenken, dass einzelne Staaten darüber entscheiden könnten, welche Kandidaten im November für das Präsidentenamt kandidieren. In der Anhörung vor dem Supreme Court in Washington wurde erörtert, ob Trump im US-Bundesstaat Colorado wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 unwählbar ist oder ob sein Name bei der dortigen Vorwahl auf dem Stimmzettel stehen darf. Trump zeigt sich bei der Vorwahl im US-Bundesstaat Nevada bereits siegessicher. Dies war ein großartiger Tag, dies war eine großartige Nacht. Der oberste Gerichtshof wird hoffentlich etwas tun, um unserem Land zu helfen und die Demokratie zu bewahren. Wir müssen unsere Demokratie bewahren. Das oberste Gericht von Colorado hatte im Dezember geurteilt, dass Trump wegen seiner Rolle bei der Kapitolerstürmung nicht bei der Abstimmung der Republikaner in diesem Bundesstaat über ihren Präsidentschaftskandidaten antreten darf. Trumps Anwälte riefen deswegen den Supreme Court an. Wir sind nur hier, weil Donald Trump beschlossen hat, einen Aufstand anzuzetteln, anstatt seine Niederlage zu akzeptieren. Wir sind nur hier, weil es eine noch nie dagewesene Situation gibt, einen Präsidenten, der beschlossen hat, dem amerikanischen Volk die Präsidentschaft zu stehlen. Ich glaube nicht, dass der Präsident einen Freifahrtschein aus dem Gefängnis hat, und ich hoffe, dass die Richter ihn zur Rechenschaft ziehen werden. Der US-Supreme Court versucht normalerweise, sich aus politischen Fragen herauszuhalten. Mit diesem Wahlrechtsfall wurde er indes ins Zentrum der Präsidentschaftswahl katapultiert. Beobachter gehen davon aus, dass die Richter jeden Eindruck der Wahleinmischung vermeiden wollen.